All right, hello everyone, and welcome to Asia. My name is Reese. I'll be your tour guide. Oh, we're long too. This runtime of this recording, I'm going to aim for an hour or an hour and a half. Required regulatory disclosures. I am not a financial advisor. This is not financial advice. Futures trading involves substantial risk of loss, including more than you initially invest. Leverage may work for you. It may work against you. A legal disclaimer. I'm a licensed attorney in the great state of Texas. This is not a legal solicitation. I can't imagine why you think it would be, but it's not. You may hear me discuss certain legal theory or legal topics or topics du jour. Those are all my opinions. I do not represent any law firms. Okay. Or companies. Guys, I am a promoter of Top Step Trader. You can get a combine like this. This is simulated trading. You can get a combine like this using the link in the description box. I get a sales commission from that. So that would be great. We're video journaling pretty much every session that I trade. I mean, you know, tis what it is, right? You may hear a lot of opinions. They are only my own opinions. I'm a little bit autistic, so you're going to hear a lot of sort of bluntness. Sorry. Benefits of being my personality type is I just don't care what you think at all. I don't like any modern trends at all. Kind of live like I'm in the 1800s. Okay, Tokyo's opening. Let's see if we can get any sort of movement. We're looking for higher movement. We have an ICT breaker here. Got a low, high, lower, low. Kind of thinking higher, but not adding on a third contract until we get a signal. Yep. I don't see a reason why price shouldn't want to go higher now. Tokyo open, Sydney, Australia is open. Ooh. So we are live, folks. We're live trading El Nasdaqo. Мы торгуем Nasdaq. Ooh. Okay. Guys, let me show you today's profit target. Lassen Sie mich bitte die Profit Target anzeigen. Hier wird es. Kalkulator. Ja. Da gibt es. Da gibt es. Was ist unser Ziel des Tages? Da gibt es. Unser Ziel. Наше цель там. Мы ждем. Wir warten. Wir warten auf ein Signal. Kann ich jetzt sagen, wo das ankommt? Ich würde sagen, dass es höher eingehen sollen.
Aber an diesem Moment gleichzeitig, da gibt es keinen Grund, einen mehr Kontrakt zu kaufen. So. Wir bleiben jetzt mit zwei Kontrakten. Nur zwei Kontrakten. So. Meine Freunde, wir warten auf ein mehr. Wir wollen mehr, aber wir können jetzt, haben kein Signal. Dankeschön, Michel. Dankeschön, Michel. Deshalb warten wir. Also, die Bewegung gibt es nicht. Keine Bewegung. Keine Bewegung jetzt. I want to see displacement, y'all. Wir wollen Abstand zwischen die Candles sehen. Displacement, Bewegung. Wir wollen, dass alle die Traders, die hier waren, jetzt in einer Trap sind. Trap? Trap Traders? Weiß nicht. Trapped Traders? Wir warten. Ich liebe, wenn die Markt sich bewegt. Aber es ist nicht jetzt die richtige Zeit. So. Das hat nichts verändert, bis zum jetzt. So, wir warten. Da haben wir keine Wahl. Da gibt es objektiven Nieder. Aber okay. Es ein bisschen davon, da was wir sehen wollen. Es höher geht ein bisschen. Ja. Okay. Ist gut, ist besser. Es verbessert sich. Höher geht. Okay. Kann ich nicht jetzt sagen. Okay. Drittes Kontrakt geht wo? Ja, da bin ich der Meinung, dass da gutes Punkt, ein guter Punkt, einer guter Punkt, das dritte Kontrakt zu addieren, darstellen. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, kann ich wahr sagen. Bin ich jetzt, wie weit es eingeht sollen an dieser Zeit des Tages. Aber hier Ziel, Ziel, das Ziel, die Ziele. Halbstandard, Deviation.
Wir bauen eine größere Position auf über die Zeit, nicht gleichzeitig. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich ein Stream auf Deutsch könnte. Aber vielleicht. Wenn ich Fehler machen, können Sie bitte mich richtig machen. Nieder. Okay. Wir haben ein mehr dargestellt. Und jetzt gibt es keinen Grund mehr dazu geben. So, jetzt warten wir. Wir warten. Wir warten, bis zum die Markt etwas uns gibt. So. So. Da gibt es Liquidity da nieder. Aber jetzt bin ich der Meinung, dass es höher gehen sollen. Gehen soll. Mein Freund fragt mich, ob ich tot bin. Nicht jetzt. Ich bin immer noch am Leben. Immer noch am Leben. Bin lebendig. Kann ich sagen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass es hier gehen will. Aber ich weiß nicht. Verendet nicht jetzt. Also, so hatten wir gedacht. Oh, oh. Ja. It's pushing into liquidity. That's a bad candle. That's why they're not on four. Yeah. Yeah. Oh, it's nasty. It's pushing into liquidity right now. Yeah, it's pushing down. It's probably gonna push these lows too. Forming another breaker. Pushed into liquidity there. Didn't quite make it to these equal lows. It's not the end of the world. I'll tell you where I would add on another contract. This is probably not going to happen, but that's kind of where I would add on the fourth contract. So. Warum? Da gibt es ein Effizienz. Unfähigkeit, nein. Ineffizienz. Nein.
Be a bot. We're waiting. Wir stürmen. Wir warten. Warten auf den Preis. Da habe ich gefühlt. Jetzt kann ich nichts sagen. Ob es niedergehen will oder höher gehen will. Das kann ich nicht jetzt sagen. Ich bin im Balance. Gleichgewicht. So. Aha. Ja. Gleicher Los hier. Gibt es eine Ineffizienz hier? Das ICT Breaker hier. Hier eigentlich. A, B, C. Like a monkey experiment. The day trading monkey experiment. Also Nummer 4. Wenn es niedergehen will, da wird es. Und an jener Zeit werden wir es wieder analysieren. Aber jetztzeitig. Gleichzeitig. Nichts. Wir müssen warten. Ich habe einen Grund zu denken, dass wir abwägen sollen, um diese Highs zu rennen. Das Dieses Video wird gemischt zwischen Deutsch und Englisch, ein bisschen Russisch. Ich bin ein Experiment, ob es möglich ist oder nicht. Ich kann es nicht zwingen, den Markt schneller zu gehen, zu bewegen. So. Wir warten meistens der Zeit, warten wir besonders und solche Zeiten müssen wir warten. Oh. Okay. Jetzt glaube ich, dass das vierte dazu geht. Dazu gehen wird. Addieren wir also eins mehr. Und an jener Zeit werden wir 4 haben. Ist nicht so gut, ja, nicht so attraktiv, das was passiert ist.
Aber hab Grund zu denken, dass wir höher gehen sollen. Aber nicht jetzt. Wir müssen auf den Preis warten. Wir müssen auf die Zeit warten. Da gibt es keine Wahl. Und es ist nicht jetzt die richtige Zeit des Tages, viele Bewegungen zu sehen. Wir sind in der Mitte der Asian Session. Und es alles langsam geht. Also, wir haben jetzt vier und das ist für jetzt genug. Da haben wir das vierte Kontrakt da eingestellt für zwei Runden. Da haben wir diese Niederpunkte. Hier und hier. Da haben wir eine Ineffizienz hier. Der Preis könnte sich auf jener dieser Punkte sich abbiegen. Gleichzeitig in diesem Moment bin ich der Meinung, das Ziel des Preises ist, diese Liquidity anzunehmen, hier zu rennen. Und da, wieso? Da, wieso? Aber zu früh, jetzt klar zu sagen, klar zu sehen. An solchen Momenten muss ich sehr viel Geduld haben. So. Wir bleiben jetzt mit einem Verlierer. Drawdown, wir sind in Drawdown. Ich hatte in einem frühen Video ein Deutscher, der etwas mir geschrieben hat. So, er hat gesagt, dass es gibt zu viele laute Klingen, um meine Videos anzuschauen. Und ich verstehe das. Aber ich kann nicht jetzt etwas davon verändern. Ich habe nicht jetzt das Geld, um ein besseres Setup zu machen. So, sowieso. So. Der Preis bewegt sich mit einem Zweck. Es gibt so viele intelligenten Leute, die denken, dass der Preis zwecklose sich bewegt. Aber da glaube ich nicht. Da gibt es Milliarden von Dollar, Interesse, diese Macht zu kontrollieren. Da gibt es einen Grund davon. Und wie kann man glauben, dass mit solchen Interessen so viel Geld da in diesen Marken
dass es sich nicht kontrollieren wird. Es gibt niemand da hinter die Zähnen. Wie kann man das glauben? Nein. Nein. Alles kontrollierenden. Meiner Meinung. So. Ich habe keinen Grund mehr zu agieren. Kein Grund. So, wir warten. Man kann die wichtigen Punkte sehen. Aber man weiß nicht, wo sich der Preis abbiegt. Man kann nicht die Zukunft sehen. Man kann nur die Möglichkeiten im Verstand und man muss. Ich stimme mit den meisten Leuten, dass man reagieren auf den Preis sollen. Nein, das glaube ich nicht. Man muss vorstellen und man muss sich fragen, wo geht es und warum? Was will es? Es will etwas. Ja? Es geht irgendwo. Zwecksfülle mit Zweck. Es hat Ziele in seinem Verstand. Ja. So. Wir müssen Geduld haben. Wir müssen Disziplin haben. Da gibt es keinen Ball, wenn wir diese als eine Karriere machen wollen. Wir können nicht alle unsere Kontrakten gleichzeitig einstellen. Wir müssen Dollar Cost Average. Wir müssen an verschiedenen Punkten die Kontrakten addieren, weil wir nicht so genau wissen in den kurzen Zukunft, wo es abbiegen will. Aber wir können wichtige Punkte bemerken, beobachten und wir können es vorstellen, wo es eingehen soll. Es will etwas. Und es dauert viel Zeit irgendwann. Wir haben eine Reaktion, da wurden wir es erwarten haben, gesehen. Und jetzt ist der Preis an der Mitte dieser Ineffizienz hier. Das 50% da. Das ist wichtig, ein wichtiges Punkt da. Einer wichtiger Punkt da.
Es tut mir leid, all diese Bewegung. Der Screen. Mein Maus. Arbeitet nicht so gut jetzt. Ich habe nicht genug Geld, um ein neues Maus zu kaufen. Ich kann nur das Geld auf das Essen. Also, lasst mal ansehen, dass was das Dollar geht. Ein gutes Zeichen da. Ja. Das können wir jetzt vorstellen. Hier und hier. Und ja, das macht Sinn. An dieser Zeit des Tages, ich stelle mich vor, dass wir nicht mehr als zwei bewegen sollen. Aber weiß nicht genau. So, das ist gut. Gutes Zeichen da. Lass uns mal wiederkehren zu unserer Position. Wir haben keinen Grund, ein fünftes Kontrakt dazu geben, darstellen. Und wir warten. Ich stelle mich vor, dass wir zumindest, also, ja, ich schätze, um das 1, das werden, da werden wir 3 Kontrakten abnehmen. Das würde eine gute Position sein, oder Ziel. Und nachdem, das ist unser Profit Target, also ich kann nicht sagen, füllen wird, weiß nicht. Wir warten. Ist hier ein gutes Zeichen, das was wir gleichzeitig sehen. Meistens der Leute, die würden denken, dass wir wieder niedergehen sollen. Aber ich würde sagen jetzt, dass wir einen Niederpunkt angesehen haben. Und ja, nicht perfekt, oder? Aber ist okay. Ist okay, unsere Position okay ist. Nicht perfekt, aber gut. Ziemlich gut. Bin nicht aufgeregt. Ich fühle mich okay. Nur okay. Ich kann es nicht vorstellen, dass wir 2 Standard-Divisionen angehen sollen. Aber man weiß nicht. Da, ja, okay. Hier 3 Kontrakten um das 1 und ein Kontrakt um das 1,5. Okay. Da sind unsere Ziele. Und ich stelle mich vor, dass diese Positionen mehr als eine Stunde dauern sollen. Also, wir werden sehen. Ich brauche jetzt Pause. Also, ich lese das Video
Kann ich sagen. Ja, also. Wir lassen es rennen. Wir lassen es vorwärts gehen ohne mich.
Hallo, ich bin zurück. Willkommen. Was haben wir bemerkt, seitdem dass ich weg war? Nichts. Nichts. Ja. Es dauerte sich eine lange Zeit, bis zum ich realisierte habe, dass ich ein bisschen auf dem Spektrum bin. Ich habe alle die Symptome. Da habe ich kein Impulse Control. Kann mich. Es. Ich müsste mit dem Gott. Und ich muss jetzt. Nein, das kann ich sagen. Das kann ich sagen. Einer der Symptome des Autismus ist ein Fehl der Kontrolle. Ein Fehl der Kontrolle. Kein Kontroll. Und ich muss so viel schreifen? Nein. Struggle. Struggle. Ich müsste mit mich kämpfen, mich zu kontrollieren. Mich zu kontrollieren und nicht alle meine Kontrakten gleichzeitig stellen, auf die Markt zu warten, Disziplinen, das sind so schwierig für mich. Ich will aller der Zeit mehr und mehr und mehr und keine Kontrolle, kein Kontroll. Aber da habe ich so viel mit mich gekämpft, in dem Verstand, mit meinem Verstand. Und es alle langsamer anzunehmen. Ich bin der Meinung, dass dies die richtige Karriere für mich ist, für mein Verstand, für mein Verständnis der Welt. Es freut mich sehr, es gefällt mich sehr, hier zu sein, Videos zu machen, die Markt zu traden. Es freut mich sehr. Auch wenn ich es nicht mit meinem Gesicht ihnen anzeigt. Und ich weiß, dass fast keine Deutschen meine Videos anschauen. Ja? Aber es gefällt mir, Deutsch zu üben, Deutsch zu reden. Ich will nach Deutschland wieder reisen. Und diese meine Karriere aufzubauen. Ja? Und ich weiß jetzt, dass es Zeit dauert. Ich weiß das jetzt. Also. Vielleicht muss ich dieses Video an diesem Punkt aufhalten. Vielleicht nicht. Wir nähern uns zu der Stunde. Aber okay. Da gehen wir ein bisschen länger.
Ich bin ein bisschen müde, wo ich will ein bisschen schlafen, aber ich habe Geld zu machen, zu verdienen. So bleibe ich hier mit Ihnen. Ich stelle mich nicht vor, dass es jemand da in Deutschland gibt, der mich anschaut. Das kann ich nicht vorstellen. Da gibt es keinen Grund, YouTube-Algorithm meine Videos den Deutschen anzuzeigen. Deutschland ist reichsweit. Gibt es keinen Grund dafür. Ja? Ich bin ein Ami. So, die würden es erwarten, dass ich kein Deutsch kann. Aber das kann ich ein bisschen. In der Vergangenheit könnte ich besser Deutsch reden, aber nicht jetzt. Jetzt kann ich nur ein bisschen. Des Deutschen reden. Aber ich verbringe meistens meine Zeit diese solche Videos. Ich will es der Welt und mir briefen, dass es möglich ist. Ja? Für einen normalen Mann in diesem Weg, diese Karriere, es möglich ist, aber es braucht Arbeit, sehr viel Arbeit und Zeit und Geduld. Und Disziplin. Und das hatte ich bis zum jetzt keine. Keine, nichts. Kein Geduld. Keine Disziplin. Und deshalb habe ich fast alles verloren, aber nicht alles. Nicht alles. Und wir arbeiten immer noch. Wir wissen, dass unser... Es ist mein Sehnsucht zu treten. Es ist mein Sehnsucht. Mein Sehnsucht. Nein, ich muss warten. Lower High da. Okay. Wir warten. Wir warten. Wir können ein neues Low machen. Das ist eine Möglichkeit. Zweifelsohne. Ja. Es scheint, als ob die Markt ein neues Low machen will. Aber kann nicht jetzt mit irgendeiner Sicherheit sagen. Unmöglich. Haben wir da eine kleine Ineffizienz und der Preis kehrt sich um diese Ineffizienz wieder gleich zu machen, im Balance. Und wir sind in der Mitte der Range. Es kann sein, dass der Preis diesen Punkt will, wo mein Maus ist. Es kann auch sein, dass wir hier eingehen werden
Und da wiederkehren. Zurück. An irgendeiner Punkte könnte der Preis sich wiederkehren zurück und nach oben. Oh, eine gute Reaktion da. Der Preis kehrt sich. So viel Geduld, so viel Disziplin. Kann es nicht vorstellen, wenn man es nicht versucht hat. Man kann es nicht vorstellen, wie schwierig es ist, nicht alle seiner Kontrakten gleichzeitig darstellen, auf die Markt, auf Signalen warten. Aber ich sage jetzt nicht, dass man nur auf den Preis reagieren soll, anstatt sage ich, dass man muss es erwarten, da wo den Preis eingehen will und Signalen sehen, die mit solchen Ideen zustimmt. Confirmations. Confirmations. Looking for confluence confirmations. Zustimmenden Dingen, Sachen. Okay. I'm gonna let the runtime of this video go on. Start up the next recording. Bye bye. Tschüss.